Hallo Leute, willkommen bei GarFit Einblicken. Wieder eine neue Folge mit Daniel Gildner. Ich grüße euch da draußen, hallo. Also ich stelle ihn mal kurz vor, er ist der Beste, den Rest wisst ihr ja bereits. Also unser Thema heute ist, Daniel, Willensstärke, Motivation leicht gemacht. Bleibt dabei. Na, in diesem Sinne. GarFit Einblicke. Willensstärke, Motivation leicht gemacht. Das sind zwei Worte, die verstehe ich erstmal gar nicht. Was ist Motivation, was ist Willensstärke? Daniel, hau mal aus. Ist auch gar nicht so einfach zu fassen. Wir haben das Thema relativ allgemein erstmal gehalten und wollen jetzt das Ganze relativ konkret auf die Straße bringen. Motivation, fallen mir so spontane Begriffe ein, intrinsisch, exzentrisch, exzentrisch natürlich, schwieriges. Gut. Ist auch der Schied, ist auch welches Semester exzentrisch oder intrinsisch? Naja, also ich würde mal für mich behaupten oder generell, wenn ich länger dabei bleiben will, sollte natürlich die intrinsische Motivation überwiegen. Denn vielleicht klären wir mal kurz da draußen, was dann der grundlegende Unterschied ist. Eher so, wenn ich halt die 100 Kilo schon drücken kann und ich probiere wirklich mental, also jetzt nicht von der körperlichen Komponente, ich will das wirklich schaffen, will irgendwann die 110 schaffen und du wirst auch die 110 schaffen. Also du wirst nicht materiell belohnt dafür, sondern vielleicht wirst du belohnt über deine körperlichen Erfolge, natürlich, aber mental ist es eine intrinsische. Es kommt aus dir heraus. Es kommt aus dir heraus. Es ist in dir. Also der Antrieb, Motivation, Move, Bewegung, der Antrieb kommt, weil du es für dich willst. Du machst es nicht, weil deine Freundin sagt, du bist dann geiler oder der Chef gibt dir dann 500 Euro für, wenn du auf die Bühne... Nein, du machst es, weil es dir einfach gefällt, weil du es möchtest, ganz stark einmotiviert. Exzentrisch dementsprechend, du kriegst eine Außenmotivation, die kann dich auch antreiben, ist aber lang nicht so stark. Also ganz klar erstmal versuchen, eine intrinsische Motivation aufzubauen. Zeigt einfach, dass das langfristiger einfach besser ist, zumindest... ist ja nichts anderes, indem man sein Hobby zum Beruf macht. Ja. Ja. Du brauchst eine gewisse intrinsische Motivation, damit du immer Tag ein und Tag aus einfach Sport machst, motiviert bleibst, für deine Klienten da bist und all drum und dran. Also das ist ein wichtiges Ding. Das bedingt dann die Willensstärke? Na gut, also ich finde, meiner Meinung nach ist die Willensstärke nichts anderes als Durchhalt, also in der Performance hergesprochen, eben Durchhaltevermögen. Also Geduld zu haben. Wenn ich den Ferrari fahre, bringt es nicht nur, den Ferrari zu fahren, das ist schön und gut, aber ich muss auch das Handling haben, ich muss die richtige Bereifung haben. Es bringt nichts einfach nur, das Gaspedal durchzudrücken. Also von der Grobmotorik her gesehen, hast du zwar das Potenzial, diesen tollen Wagen zu fahren, hast auch das nötige Kleingeld dafür, aber das Feingefühl, also diese Feinmotorik, das langfristig auch ordentlich zu fahren, damit du auch nicht den zu Schrott fährst. Also dazu höre ich eigentlich zwei Aspekte raus. Einmal die Fähigkeit, eine Gewohnheit aufzubauen, also die Fähigkeit, den Ferrari überhaupt zu fahren. Und das Zweite ist, das Handling, die Gewohnheit zu halten, mit der damit umzugehen, das so, dass es auch Spaß macht, die Selbstverständlichkeit reinzubringen. Ist es richtig verstanden? Ja, also du deutest ja immer interessante Dinge daraus. Das sind zwei wichtige Aspekte, definitiv. Gut. Ich halte jetzt Gewohnheiten generell für die Voraussetzung, um, also nehmen wir ein Semester war, große Ziele, kennen wir alle. Ich höre auf, mit meinem Kuchen zu essen, gesunde Ernährung, ich gehe ins Gym, ich höre auf zu rauchen und nach zwei, drei Tagen, Monaten ist auf jeden Fall vorbei. Der Ansatz ist ein ganz wichtiger Ansatz, denn man hat sich schon damit angefreundet, Dinge zu verändern. Die Schwierigkeit wird, wie kann ich das Ganze irgendwo handfester machen, verschriftlichen und ganz wichtig, wie kann ich das permanent in meinem Alltag mit einbringen, dass ich auch, dass es auch im Prinzip in meinem Gehirn eingeschweift wird, damit das eingebrannt wird, um diese Gewohnheiten zu unterscheiden, gute und schlechte Gewohnheiten. Ja, das gibt's auch, ja. Und die schlechten Gewohnheiten am besten zu eliminieren. Und andere neue Strukturen zuzulassen, muss ich ja gleichzeitig auch neue Veränderungen zulassen. Ja. Das heißt also im Grunde, ich nehme jetzt mal ein Wort auf, schlechte Gewohnheiten, ich komme nach Hause, mein Rucksack, was ich habe in die Ecke, Couch, Netflix an. Ja, dann kommt die Chips auf den Tisch, schlechte Gewohnheit. Jetzt könnte ich, also Ziel ist vielleicht, sage ich einfach mal so, schlechte Gewohnheit vielleicht für dich. Für mich, ja, für mich. Jetzt will ich aber, sage ich mal, in den Gym gehen, ja? Also dann wäre das eine schlechte Gewohnheit.
was könnte ich ändern? Also ich müsste im Grunde versuchen, den Rucksack auch in die Ecke, Sportsack aus der Ecke und vielleicht direkt losfahren. Genau. Wie schaffe ich das denn jetzt so? Oder vielleicht gleich, also der bessere Ansatz ich jetzt. Das ist aber schon ein Tipp in die Richtung, wie man es leichter macht. Das ist kein spektakulärer Tipp, jeder kennt das. Wenn du deine Tasche schon vom Job, also vom Büro, schon dabei hast, hast du keine Ausreden mehr, dann zu sagen, du gehst nochmal nach Hause, sparst dir nochmal erstens den Weg. Natürlich ist es auch eine planerische. Das sind Umsetzungen der Gewohnheiten, das finde ich ganz wichtig. Da möchte ich noch ein bisschen später drauf einkommen, erst nochmal auf die Gewohnheiten. Weil letztendlich, ich will was verändern, dafür brauche ich am Anfang weniger Willensstärke, weil das Ziel ganz klar ist. Dann kommen die Probleme, das ist eher, auch es ist schwer und mir tut der Rücken weh und Muskelkater und ganz schlimm oder was auch immer. Das heißt, ich brauche immer mehr Willensstärke. Ja. Irgendwann habe ich ein Maximum an Willensstärke, was ich brauche und dann wird es weniger, wenn die Gewohnheit normal wird. Also wenn es wirklich zur Gewohnheit geht und irgendwann ist es für mich selbstverständlich. Ich gehe zum Sport, ich weiß es, ich esse generell keinen Kuchen mehr oder all diese Dinge. Dann wird es normal. Und wie schaffe ich es jetzt, die Gewohnheit über den Berg zu bringen, über den Willensberg, sage ich mal? Und das Zweite ist, wie lange brauche ich denn dafür? Schaffe ich denn jetzt innerhalb von einer Woche das Ganze oder meine Erfahrung ist eigentlich anders? Was ist deine Erfahrung? Also du sprichst genau die Sachen an, wie kann ich das jetzt wirklich handfest umsetzen, wie lange brauche ich dafür? Die Erfahrung zeigt sich, je permanenter man Gewohnheiten, also Strukturen, mit neuen Strukturen verknüpfen will, zum Beispiel indem du 3 bis 4 Mal am Tag irgendwo weißt, du bist dort häufig, nicht nur zu verschriftlichen über kurzfristige, mittelfristige, langfristige Ziele, das ist ein altes Thema, hat glaube ich jeder mal verstanden, wie man das irgendwo macht. Trotzdem als konkreten Tipp würde ich jetzt trotzdem, dass du das auch nochmal genauer ausführst, weil ich halte es für wichtig, auch wenn es schon mal gesagt wurde. Also ich probiere das so zu verschriftlichen, also verschriftlichen alleine bringt erstmal nichts. Außer, dass du dir damit selber einredest, hey, ich habe das verschriftlich, also funktioniert das jetzt. Ja, kann funktionieren, hängt aber je nach Typ, ne? Also Typ, wie man an die Sache rangeht. Für mich finde ich immer ganz wichtig, aus der Praxis jetzt gesprochen, dass ich irgendwo permanent konfrontiert werde, wirklich so, dass ich keine andere Möglichkeit habe, auszuweichen. Also du musst selber erkennen, was sind deine Schwächen. Ja, aber dazu musst du auch die Schwächen wissen. Wie würdest du das jetzt konkret machen? Ich will jetzt mal weg aus der Theorie. Zum Beispiel, ich esse gerne. Ja, okay. Ja? So, ich gehe 4 bis 5 Mal am Tag am Kühlschrank. Also haue ich mir an meinen Kühlschrank meine Ziele ran. Also nicht, ich möchte abnehmen, sondern ich probiere das so spezifisch, so smart wie möglich niederzuschreiben. Schreibe aber auf der anderen Seite, was ich bis jetzt schon erreicht habe. Ah, du belohnst dich auch immer. Den Weg dahin muss ja auch verschriftlich werden, weil es bringt ja nichts, dann zu sagen, ja, aber das habe ich doch schon erreicht. Nein, du musst es objektivieren. Also das heißt, du musst es ja irgendwo messbar machen. Mhm. Ja, das sind die Smart-Ziele. Genau. Da gibt es vielleicht ein anderes Video mal für die Smart-Ziele, finde ich auch sehr interessant. Ich möchte nochmal auf die Gewohnheiten. Also meine Erfahrung ist, dass man es schafft, in 3 Monaten eine Gewohnheit aufzubauen. Ja. Dauerhaft. Das heißt, im Jahr 4 große Veränderungen im Leben schafft, mehr nicht. Mhm. Man wird es nicht schaffen, 2 Gewohnheiten auf einmal zu verändern. Absolut. Weil ihr müsst euch vorstellen, die Willensstärke des einen Gewohnheit plus Willensstärke der anderen Gewohnheit könnt ihr nicht schaffen. Ich möchte auf den Punkt gehen. Also wie gesagt, 3 Monate. Wie kann ich diese 3 Monate mir leichter machen? Ganz konkrete Tipps, dass ich diesen Berg schaffe. Also eins wäre zum Beispiel, ich mache Wetten mit meinen Freunden. Ich schaffe es. Was wäre noch ein Tipp für dich? Diese besagten Challenges, ne, die es so derzeit überall gibt, ist ja eine super Sache. Ist ja immer auch die Frage, mache ich da mit oder nicht? Also mache ich das aus Reichweite technischen Gründen, um da irgendwelche Leute zu verlinken? Oder habe ich richtig Bock, ja, wenn ich dann 100 Liegestütze am Tag mache, in der nächsten Woche 120 machen will, in der allernächsten Woche 150? Das geht aber schnell erst 3 Monate, oder? Nee, aber dann werde ich natürlich besser im Liegestütz. Oder ich mache einen Kniebeugeurlaub. Also da kommt es auch ganz, was du sagst, Challenge ist ja eigentlich nichts anderes als altmodisch, ich suche mir einen guten Trainingspartner. Ja, aber Challenges sind ja eher mit so Weltkampf. Sachen, genau, dass du ja permanent es machen musst. Also ganz wichtig sind ja die Dinge, nicht nur eine Challenge zu machen. Also nachhaltig wird erstmal kein Effekt damit erzielt, sondern du musst auch erkannt haben, wozu du das machst. Also die Zielsetzung ist ganz entscheidend. Der eine hat die Zielsetzung, damit Reichweite zu generieren, wenn wir einfach mal damit halt irgendwo bleiben. Der andere sieht das wirklich als Chance, dadurch, dass der Reiz über jetzt den Liegestütz mal gesprochen größer gemacht wird oder Kniebeuge. Aber die Wirkung ist dieselbe. Die Wirkung ist dieselbe. Muskulatur. Genau. Also wenn die Grenzmotivation ist eigentlich unerheblich,
Hauptsache, es funktioniert. Ja. Wobei noch ein bisschen die Frage, was mache ich, wenn ich jetzt keine Challenge habe, wenn ich Anfänger bin? Wie motiviere ich mich? Weil die Challenge sind ja meistens auch, die haben ja schon ein Niveau. Wie schaffe ich nur zwei Liegestützen und will jetzt nicht gleich hier in den Wettbewerb gehen mit zwei Liegestützen? Wie kann ich trotzdem es schaffen, mich da weiter zu motivieren, mich weiter am Ball zu halten, halt wirklich auch dann zu kämpfen, zum Studio gehen? Was für Tools kann ich wenden für mich, gedankliche oder auch praktische, um es leichter zu machen? Also die Herangehensweise an diese Sache ist ja genau das Entscheidende. Wenn ich jetzt den Liegestütz nicht schaffe, dann wirst du auch nicht diesen Liegestütz schaffen, indem du den Liegestütz einfach machst. Das heißt, Ansatz vom Einfachen zum Schweren hinarbeiten. Mhm. Jetzt einfach mal in der Methodik gesprochen, das ist was ganz Einfaches, indem man natürlich den Reiz einfach geringer fährt, indem du dein eigenes Körpergewicht erstmal rausnimmst, ja, erstmal auch im Plank halten, in der Streckposition halten, unterschiedlich die Phasen angehst. Nichts anderes ist der Klimmzug. Ich probiere diese Phasen einfach von dieser Mehrkomponentenbewegung einfach aufzuschlüsseln in unterschiedliche Phasen. Beim olympischen Gewichtheben ist auch nichts anderes. Ich probiere einfach die Phasen zu trainieren. Und man muss erkannt haben, in welcher Phase man nicht gut ist. Das Entscheidende, was du sagst, will ich jetzt rausarbeiten. Das Entscheidende ist, dass du es schaffst, sag mal, den Klimmzug schaffst du nicht, allein, aber du schaffst vielleicht eine halbe Bewegung oder schaffst eine andere Übung, die das trainiert. Damit habe ich einen Erfolg geschaffen. Ja. Das ist genau das, was ich meine. Du wirst nicht anfangen können und 100 Kilo Bankdrücke machen können. Ja. Aber kleine Erfolge, die man dann auch wahrnimmt und die einen dann weiterbringen, weil nichts ist schlimmer, als vor einer Aufgabe zu stehen, ein Riesenberg unlösbar. Der erste Klimmzug, das ist Wahnsinn, den kriegt man nicht so leicht. Genau, und die Phase wird auch sein, dass die meisten Leute, leider Gottes, und wir erleben das auch immer wieder, ja, bei wie wird dann dieser Klimmzug gemacht und dann kommt als Antwort, oh, schaffe ich nicht. Ja, und damit, also das ist genau das, der Ziel so zu halten, dass ich nicht gleich entmutigt bin, sondern wirklich meine Ziele so zu setzen, dass ich langsam hochgehe und in der Ferne kann ja die 10 Klimmzüge stehen, aber dazwischen Ziele zu nehmen, die ich auch erfüllen kann und wo ich mich selbst belohne und sage, ja, das habe ich geschafft. Genau, und da kommt auch diese gewisse smarte Denkweise, also dass man einfach nicht sagt, dazu muss man auch wirklich kein Brainy sein oder so. Einfach, oh ja, da musst du die und die Strukturen jetzt verändern. Nein, aber du musst doch einfach verstanden haben, worauf es drauf ankommt und man muss die Schwächen erkannt haben und die musst du Tag ein, Tag aus über die volle Bewegungsamplitude immer Schritt um Schritt weiterschaffen. Ich kann mir auch mal gerne aufschreiben, Filme, ne? Ich muss das Ganze ja einfach auch als Feedback überprüfen, also die Feedback-Komponente, ob du das jetzt als Trainer bist oder ob jemand, der mich halt filmt oder die Videoanalyse, ist ja was Wichtiges. Eine Kontrolle der Dinge, die du machst. Und das auch zu sehen. Ich denke, und du damit dann mit dem Land, Gott, Kinder, also dadurch, dass ihr das seht, wird es natürlich dann auch bewusst gemacht. Es wird vertieft. Generell mit dem Aufschreiben. Ich finde gar nicht schlecht, die Ziele aufzuschreiben, so ein Vision Board zu machen, sich einmal am Anfang intensiv mit der Materie beschäftigen, das vielleicht auch schön grafisch zu machen, vielleicht auch mit der Hand, damit die Verknüpfung zum Gehirn gut läuft und dann einfach mal feststellen, okay, ich investiere mal 5 bis 10 Stunden in so ein Board, aber habe danach so ein Mindset, eine intrinsische Motivation geschaffen, um dann wirklich auch über die Zeit dort wegzukommen. Ich denke, das ist wichtig. Wir wollen es nicht so lange machen, deswegen Daniel, möchte ich... Können wir gerne nochmal ein Video machen. Ja, ich glaub, das also ist ich möchte gerne einen über Smart-Ziele noch, das wird das nächste Video sein, Smart-Ziele, finde ich sehr interessant. Aber jetzt möchte ich bitte zu diesem Thema nochmal abschließend was zu sagen. Achso, ja. Also abschließend ein kurzes Praxisbeispiel. Gerne. Weil ich glaube, wenn wir es so handfest wie möglich machen, ist es halt wirklich auch da irgendwo. Gestern hatte ich wieder das Problem, also ich bin ein Typ, ich probiere am Ende des Tages immer Resultate zu sehen, indem ich mir natürlich auch Dinge aufschreibe und ich erwische mich immer selber, dass ich zu viele Dinge aufschreibe, also zu ins Detail, also ich bin total detailverliebt, ich probiere das Ding richtig perfekt zu machen und nicht perfekt ist das, was am Ende wirklich nachhaltig auch da wird, also man sollte nicht zu allgemein das Ding fassen, aber auch nicht zu detailverliebt, also irgendwo die Mitte daraus. So, und dann hatten wir so das Problem, dass ich dann auch einfach nicht so gut schlafen kann. Also das heißt, ich muss mir Dinge niederschreiben vorher, um die Gedanken wieder frei zu haben. Oder ich habe dann so eine gewisse Tafel, wo ich einfach ganz oldschool mit so einer Kreide hinschreibe. Zum Beispiel ein Thema beschäftigt mich derzeit, das ist auch permanent dieses ganze Live-Ding. Ne? Dieses Live-Training im Sinne der Krise, wie ich meine Kunden... Und dann probiere ich das auch über Software, über Begrifflichkeiten so miteinander zu verknüpfen, dass ich über so eine Art Mindmap da rangehe. Und
da erkenne ich dann ganz gut, wenn ich die Verknüpfung mache, was eigentlich die Schlüsselelemente sind, woran ich permanent arbeiten muss. Also nicht am Ende das Resultat ist ja wichtig, sondern der Weg dahin. Und ich muss diese Schlüsselmomente, muss ich irgendwie schaffen, dass ich die natürlich auch als Voraussetzung erfüllt. Weil wenn das dann der Punkt ist, der wirklich wegbricht, dann fallen auch alle anderen Verbindungen hinten. Das ist sehr gut. Ja? Um dein Beispiel mit Ferrari zu nehmen, das sind genau mit dieser Kreativtechnik, kriegst du genau die Elemente raus, wie du ihn fährst. Das ist, finde ich, sehr wichtig. Und warum ich dann auch der Typ dann dafür bin, ich bin eigentlich kein Typ, der handschriftlich gerne was macht. Ich bin eher so der App-Typ. Ne? Ich kann meine Handschrift auch kaum lesen. Der App-König auch genannt so. weil dann alles so in Apps und allem drum und dran. Weil ich einfach auch ein totaler Digital-Fan bin. Das heißt, ihr müsst euren Weg finden. Ja. Daniel hat die Apps. Handschriftlich ist teilweise wirklich auch sehr interessant, wenn man dafür einen Draht hat. Ich mache es eigentlich auch nicht, weil ich meine Schrift wirklich kaum lesen kann. Ich könnte Doktor sein. Aber jeder hat seinen eigenen Weg. Und das ist entscheidend. Daniel, mit dem kurzen Statement zum Schluss. Ja. Kurzes Statement. Probiert nicht zu detailverliebt zu sein. Probiert Dinge auf die Straße zu bringen. Probiert diese alten Gewohnheiten zu erkennen, ob es gute oder schlechte Gewohnheiten sind, und brecht sie auf und probiert es durch permanente Branding, also indem du Momente in deinem Leben hast, Alltag, wo du konfrontiert wirst, wirklich auch damit dich auseinandersetzen musst, damit diese Gewohnheit auch ein Automatismus wird. Das ist nochmal, was wir am Anfang hatten, ein ganz wesentlicher Punkt. Die Gewohnheit muss automatisiert werden und ihr müsst sie in die intrinsische Motivation reinkriegen. Mit diesem wirklich guten Hinweis, verabschiede mich. Das nächste Video wird Smart-Ziele sein. Ich bedanke mich bei euch, hinterlasst eure Kommentare und Dankeschön. Tippt in die!